Hallo und zurück zu Let's Play Tropico 4, das Demo. Zu einem weiteren Teil. Da ich nicht speichern kann, möchte ich das jetzt gerade am Stück aufnehmen. Mal schauen, wie weit ich komme, bevor mir die Platte vorläuft. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit unzufriedenen Leuten, dass die gesagt haben, so, es stinkt langweilig hier auf der Insel, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ihr machen soll, ich werde jetzt verschwinden. Und ja, dann habe ich halt ein paar Sachen aus dem Unterhaltungsding gebaut. Hier ist das hier, Restaurant. Bar und Kabarett, ne? So. Wenn das fertig ist und dann keiner bleibt, dann weiß ich auch nicht. Polizeichef will jedenfalls noch keiner werden. Genosse Presidente, die Pravda aus Moskau hat die Wohnsituation in Tropico scharf kritisiert. Du Lispelst. Unser aktuelles Thema heute? Unterkünfte. Ja, wäre klar. Finden Sie nicht auch, dass es zu viele Obdachlose auf der Insel gibt, Penultimo? Obdachlose? Ach, auf einmal. Gäbe es nur einen Obdachlosen in Tropico, würde ich ihm persönlich eine Hütte bauen. Aber in einer Hütte zu leben... Haus ist Haus, Sunny. Die heutigen Hütten sind die Villen von morgen. Solange wir El Presidente treu zur Seite stehen, stimmt's? Stimmt. Wo ist der Eingang? Ist das der Eingang? Ich will nicht sehen, wo der Eingang ist. Ich schätze mal nach vorne. So. Dann mal irgendwo das Mietshaus hin. Was heißt denn diese Sonne da oben drüber? Präsident, es mangelt an Arbeitern und eine unserer Anlagen ist bereits außer Betrieb. Ich schlage vor, attraktive und intelligente Spezialisten aus fernen Ländern einzustellen. Stellen Sie ausländische Spezialisten im Gebäude an. Wie mache ich denn das eigentlich? Schießt mir das Journal irgendwie hin? Wirtschaft, Handel, Überblick. Alter, gab's da mal so ein komisches Büro. Einwanderungsbehörde. Ein paar Green Cards verteilen. Oh, tut mir leid, Hütte. Pam. Was ist das? Genosse, der Fortschritt wartet auf niemanden. Fortschritt. Nur durch unser eigenes Handeln können wir den Fortschritt voranbringen. Wir sollten das helle Licht der kommunistischen Religion sein. Die Zeit ist reif. Verzögerungen sind der Feind. Es ist der Wille des Volkes, dass sie eine Ranch... Dass sie eine Ranch bauen? Ich hab... Nee. Boah. Revolution! Wir bauen eine Ranch. Ja, wir bauen die einfach mal hier hin. Sieht sie aus? Buona tarde. Boah, ist ja schwerer Einkauf. Sehr schwerer Einkauf. Ja, was mit dir? Buono via. Aber allein mal drei glücklich. Ja, das finde ich auch. Okay, ungenügend Gesundheit, wir brauchen einen Heiler. Junge, wir sind 1954, da gibt es schon Ärzte. Nie mehr irgendwelche Wurzeln zerstößen und Kräuter zusammenreiben. Ist er ausgelastet? Tropico Frohlocke! Das neue Haus des Herrn hat seine Tore für alle Gläubigen geöffnet. Vater Esteban, das ist eine offen. Bar und keine Kirche. Ich weiß, aber wir müssen auch moderne Wege gehen, um seinen Namen zu preisen. Also ein zufriedenes Volk wäre weniger den Rebellen zugeneigt. Wir können aber auch jederzeit weitere Soldaten und Generäle rekrutieren. Linksbewegung. So geht das. Ja, ich habe genug Geld. Ja. Selbstverständlich. Aber hier kann ich es nicht hinzufügen, verwalten.
Polizeiwache. Peng. Oberschulbildung. Ja. Ja. Ist es $800 pro Monat, oder? Vieh. Die rennen da rum und freuen sich des Lebens. Was sind das? Ach, weiß. Ich wollte schon sagen Ziegen, aber das sind weiße Kühe. Wir haben die Möglichkeit, alle reich zu werden. Beim Geldzählen dachte ich darüber nach, wie man auch mehr Geld verdienen möchte. Schön. Und ich fand eine unentdeckte Marke, wie die uns tonnenweise Geld einbringen könnte. Dann würde vielleicht... Bauen Sie eine neue Zigarrenfabrik. Eine neue? Habe ich eine alte? Ich meine, ich exportiere den Tabak ja eigentlich. Wenn er irgendwann mal fertig wird. Also gut. Nahrung, Rohstoffe. Nein? Wirtschaft und Wohlstand? Nein? Was könnte es denn noch sein? Industrie? Nein. Hä? Haus. Nein? Unterhaltung, das ist ja... Nee. Zigarrenfabrik? Wo ist denn die? Boah, diese dieses Menü bringt mich echt da. Hier. Bauplan benötigt. Ach, ich kann ihn kaufen. Ja, wegen mir. Wo ist hier der Eingang? Weiß ich nicht. Pam. Boah, dieser eine arme Bauarbeiter muss aber echt ganz schön was wegkloppen, ne? Vor allem das blöde Kabarett ist immer noch nicht fertig da vorne. Und dann kommt erst die Ranch. Und dann kommt erst die Fabrik. Eieiei. Wir haben jetzt 42, das kann ja nicht sein. Leute, ich habe euch eine Bar gebaut und ein Restaurant. Bar, keine Kleiderordnung. Legere Kleidung ist gestattet. Bitte nicht andere Gäste vollkotzen, es sei denn, das ist wirklich lustig. Glaube ich es nicht. Restaurant, Stoffservietten. Durchschnittliche Qualitäten, Unterhaltungskosten. Na gut. Ah, ich kann verschiedene. 142. Dann mache ich doch einfach nochmal eine bessere Bar, oder? Ja, komm. Sauf. Ja, saufen geht immer. Unterhaltung. Bla. Bisschen was Schickeres hier. So. Und nehmen wir gehobene Kleiderordnung. So. $16.000 exportiert. Das freut mich sehr. Anbauen, wieso macht das nicht? Die Einwanderungsbehörde, ja, die ist auch noch offen. Werter Präsidente, wissen Sie, dass Ihr Berater Hallo, Penultimo oder? Nicht nur einen, sondern gleich 5 Rechtschreibfehler in seinem Namen hat? Tropico sollte endlich eine Oberschule erhalten. Und dafür wegen der Rechtschreibfehler. Sie brauchen qualifizierte Arbeiter. Wenn Sie moderne Gebäude richten wollen, Arbeiter aus dem Ausland sind zu teuer, da sollten Sie in eine Oberschule investieren. In einigen Jahren erwachsen Ihnen daraus große Vorteile. Eine Oberschule? Ich habe noch nicht mal eine normale Schule. Ein bisschen Gas geben. Und mal husten. Dem Geheimdienst zufolge planen subversive Elemente Gewaltaktionen gegen die Regierung. Sie sollten eine Geheimpolizei einsetzen, um solche Aktivitäten zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Mhm.
guter Tipp. Danke, Penultimo. Herr Minister für Inneres. Super. Hab ich nicht. Ich hab nur eine Einwanderungsbehörde. Das war dann lästig. Ich habe echt keine Möglichkeit. Nee. Oh, das ging schnell. Was ging denn das so schnell? Oh, es gibt zwei Bauarbeiter. Ach ja. Ich spiele nur. Hervorragende Arbeit, Präsident. Mitten im Blitz. Dank unserer Tabakexporte haben wir jetzt stetige Einkünfte. Gut. Dennoch ist jetzt nicht diese Zeit für Selbstgefälligkeit oder Stagnation. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln und die Bedürfnisse unserer wachsenden Bevölkerung senken. Der Bau von weiteren Farmen und die Diversifizierung in andere Industriezweige wie zum Beispiel Holzgewinnung oder Minen. Holz mache ich schon. Wir werden St. Clara mehrere Einkommen besseren. Ziel erreicht. Welches Ziel? Ja, es geht ja schon ganz gut voran. So. Jo. Ja, sagen wir Qualifizierte. Ungebildet männlich. Wir sehen alle gleich aus. So, jetzt wird doch hier die Tabakfabrik fertig. Aber irgendwie wollen nicht wirklich Priester her. Es scheint wohl. Entweder sind wir wahnsinnig züchtig, sodass wir keine Priester brauchen. Oder so dermaßen Sodom und Gomorra. Liebe und Frieden, Präsidente. Hey, Peace. Diese Blumen sind für Sie. Ich finde es echt gut. Und bitte hören Sie mich an. Hey, Schluss mit dem Graben und dem Fällen von Bäumen, ja? Sie hätten mehr Ansehen bei den Umweltschützern, wenn sie im Einklang mit der Natur leben und wie wir weder Minen noch Holzwirtschaft tolerieren würden. Mhm. Tschüss. Tschüss, sag ich da nur. Ich bin im Spiel. Da brauche ich auf keine Umweltrücksicht nehmen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Das kostet so viel? Ich dachte mal Profit. Ja, es kommen nicht wirklich viele Leute. So. Ich hatte eine wichtige Unterredung mit Gott, mein Sohn. Ja, Vater. Er findet einige Gebäude sehr befremdlich. Und nennt sie Höhlen des Bösen. Das Kabarett vielleicht? Ich bin sonst Feuer und Flamme für Unterhaltung und so, aber der Big Boss geht vor? Hä? Ich muss die Zerstörung aller Kabarettsgebäude... Bitte was? Ja. Zerstören Sie alle Kabarettsgebäude. 35... Nee. Tut mir leid. Vater. Was ist erste Band? Ja, jetzt bin ich so ein bisschen unschlüssig, weil ich gerade was Nächstes bauen soll. Achso, vielleicht will man eine Mine bauen. Sieht sowas aus, wo ich eine Mine reinbauen kann? Kann man das sehen?
gleich aus. Keine Ahnung, wie ich das da irgendwie reinkriege. Hallo? Muss ich das einfach irgendwo hinpacken oder muss oben drauf oder? Weg ist, oder? Wenn es rot ist. Ja, okay. Ja, die Musik spielt auch schon mit. Ne? Peng! Infrastruktur, Straße. Naja, schön ist anders. Bam. Was nur zwei? Was sind noch alles, Leute? Wieso habe ich so ein schlechtes Ansehen, Leute? Ja. See? Genügend gesunder Sanitäter, Nahrung, ich hole eine Essenslieferung. Sie brauchten mehr Kirchen. Bitte was? Ja, Paul. Mehr Kirchen. Ja, bei Bildung wird das nicht drin sein. Oh, 20, ich hab, oh, ich hab 80.000, ich hab 80.000. So. Ihr wollt also Kirche. Ich geb euch gleich mal Kirche. So, hier, pam. 20.000. Direkt neben dem Freudenhaus. Kabarett, keine Kleiderordnung. Unkommerzielle Kleidung, okay, Savan optional. Kolumbianische Barone haben größere Armeen als wir. Das ist inakzeptabel. Mr. Rodriguez. Präsidente, die Beziehungen zwischen der UdSSR und China sind vergiftet. Beide Länder glauben, ihrer sei der beste Kommunismus. Danke, find ich auch. Sie suchen Verbündete und warten auf eine Antwort. Können nicht neutral bleiben. Wir sollten eine Seite wählen, zwar bald. Wie stehen Sie zur Sache? Hier rufen Sie mir eigentlich. Sex, Alkoholgebrauch. Recht sympathisch. Na gut, aber so gesehen ist eigentlich minus 15 USR-Beziehung besser als minus 25 China-Beziehung. Ne? Sorry, Russland. Ich bin auf 42 runter. Sage mal. Warum denn? Wohnqualität. Ui! Ist das ein Stein des Anstoßes? Na, dann mache ich doch mal. Na, zwei passen nicht hin. So, was? Junior López. Was ist hier los?
Und schneller, 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 schneller. Alle Metalle. Alle Metalle. Ja. Gut raus, dass ihr kriegen könnt. Zwei Wohn. Also, wenn die Miete steigt, steigt gleichzeitig die Wohnqualität oder wie? Sehe ich das richtig? Klimaschutz. Dieses Gebäude ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Mein Freund, ich weiß, ich habe Ihnen mein zweitbestes Kamel versprochen, aber es ist ums Leben gekommen. Sie bekommen etwas anderes. Ich weiß, dass Sie das Kamel haben wollten. Na gut, aber ich kann Ihnen nur das Geld geben, das meine Frau beim Aufräumen unter dem Sofa gefunden hat. Sie erhalten 30.000 Dollar aus dem Mittleren Osten. Ja, warum nicht? Mach ich. Wie kriege ich dich ans Stromnetz? Hä? Gibt's überhaupt Strom? Den Arzt versetzen, dann könnte ich die Straße gleich da durchbauen, wenn das geht. Infrastruktur, Straße. Nein, ich weiß einen neuen. Wo ist denn der? Wie ist der ausgelastet? Oh. Gibt's keinen größeren? Ja, wo kriege ich denn eigentlich Strom her? Mal so ganz blöd gefragt. Holzfällerlager. Industrie, Infrastruktur. Kraftwerke, Windturbinen. Super, das heißt, ich kann... Naja, gut. Ist ja auch nur ein Let's Check oder Let's... Guck mal, was sonst noch gibt. Oder Let's... Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Nee, Quatsch. So, das ist ja hier mal lustig. Neuer Einwanderer. Muss die blöde Kathedrale mal langsam fertig werden. Ja, schade, wenn wir nicht keinen Strom machen können, dann gibt es keine Klimaanlagen, es gibt keine erweiterten Gebäude. Das ist sehr schade. Dann brauche ich auch hier keine Straße hinführen. Ich kann nämlich gar keinen Strom erzeugen. Schade. Tropicos Bilanz ist im grünen Bereich. Scheinbar platzen unsere Tresore aus allen Nähten. Ja. Das Geld hat scheinbar eine prima Zeit in unserer Staatskasse. Es vermehrt sich wie wild. Es vermehrt sich wie wild. Na komm schon. Oh Gott. Kriech. Kriech. Also gut, ich würde sagen, die Kathedrale warten wir noch ab. Und dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier. Weil es ist ja doof ohne Strom. Finde ich nicht gut. Irgendwas, was wir nicht gebaut haben, wenn wir schon dabei sind. Wir haben einiges nicht gebaut, aber... Wir können noch, sich noch Lumm und alles Mögliche machen.
Straße hier noch aus. Gut, dann mache ich noch ein paar. Biet dich doch anders, genau. Peng. Da können wir nicht noch einige Farmen hinbauen. Ach super, jetzt ist da irgendwie komische rote Flecken hier und das kann ich gar nicht. Ich glaube, so eine Farm hat keinen Eingang, keinen einfesten, oder? Das ist ja toll. Hallo? Ist das zu steil oder was? Ich kann echt nur hier nicht. Ja. Na gut, dann bauen wir die Straße so hin. Infrastruktur. Straße. Straße. Na? Anschluss? Pam. So. Und jetzt nochmal gucken. Nahrungsstoffe. Farm. Das scheint echt zu steil zu sein hier. Ach, das ist ein lächerlicher Hügel. Was ist denn an hier? Boah, wie geil sieht das aus. Ein Bürger wurde zu Krimineller. Na dann. Die Moral der Männer ist schlecht, Sir. Wir sollten die Kameraden beruhigen. Na, dann machen wir das, bevor wir hier mal einen Putsch hinkriegen. Obwohl es ein Putsch auch lustig wäre. Unser aktuelles Thema heute? Freiheit. Braucht Tropico mehr Medien, Penultimo? Natürlich nicht, Sunny. Tropico News Today berichtet bereits objektiv über alle Ereignisse. Weitere Medien wären überflüssig. Solange TNT auf Sendung ist, gilt die Redefreiheit für alle Tropikaner. Naja, mehr oder weniger. Arsenal. Ja, ich würde sagen, für die Generäle noch ein Arsenalchen. Und, was haben wir noch? Militärbasis. Hala. Uff. Meine Güte. Komm, am Hang bitte. Ja, also die Straße hier weiterbauen, bevor ich das da hinsetze. Straße. Hier beim Militärbasis. So. Peng. Jetzt wird aufgerüstet hier. Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam, Sir. Den Soldaten mangelt es an Disziplin. Und wir brauchen Generäle, um sie im Kampf in die richtige Richtung zu dirigieren. Das große Gebot für einen Sieg lautet Disziplin. Ein tropikanischer General soll höchstens 3 Soldaten befehligen, Sir. Mehr nicht, die Armee wird sonst zu einem chaotischen Haufen bekommen. Ja, ich bin dabei hier, was müssen wir jetzt machen? Ein bisschen Gas geben hier. Schub dich. Leute, Wohnqualität, Religionsqualität, Sicherheit, Umwelt, Freiheit. Bitte, Leute.
irgendwelche Sachen erlassen oder wie? Ja. Allen Hörern einen Happy Tropico-Tag. An diesem freudigen Tag möchte ich Sie daran erinnern, Hola, dass Presidente. Derjenige einen Preis erhält, der weiß, warum wir ihn feiern. Nur weil in den letzten 50 Jahren niemand den Preis abgeholt hat, ist das kein Grund aufzugeben. Nur mal Brot. Sehr geil. Wie kann ich das wieder? Okay, muss ich gucken, wie ich das aber abstelle. Brot für das Volk! Juhu! Happy Tropico Day! Was? Zwei Raketen! Ja, wo ist denn der Baufuzzi? Ist er das? Buenos días. Corina Gutierrez, 53 Jahre alter Baumeister, hat jetzt wohl Schnupfen. Ja, Schnupfen. Zeit, einen Doktor aufzusuchen. Bau den Doktor fertig in Hasch ein. Keine Arbeitsmoral mehr hier. Ständig krank. Oh, die Kathedrale ist fertig. Habe ich nicht gesagt, wir hören auf, wenn die Kathedrale fertig ist? Ich will das Militärdingsbums noch sehen. Sieht schon. Ist schon dekadent, ne? Ah. Na gut, vorne, hinten, egal. Bong. Mein Kopf. Bongo, bongo. So. Aha. Okay. Das sind alles Frauen. Sprich schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was kann ich eigentlich mit dir machen? Komm durch. Es sollte besser wichtig sein. Ich kann durchrennen, aber was macht das? Laut Vorwahlprognosen verfügt Ihr Widersacher über breite Unterstützung, Präsidente. Um das Blatt zu wenden, sollten Sie die Steuern senken und sich so die Sympathie des Volks sichern. Na gut. 20.200. Na gut. Wir haben's ja. Wie sieht's hier aus? Das ist ein. Guckt euch das mal an. Upp. Ich kann ja sogar auf den Geräten das Zeug lesen hier. Ach schon. Danger. Na dann. Heider Witz. Sprich schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Also, die Wunkhalte ist nur, was soll's? Sind alle ausgezogen? Nee, oder? So. Apartmentgebäude. Ja, machen wir das doch. Ja. Wir haben es doch. So, ist hier. Ist das der Eingang? Ich glaube ja. Der muss anders kommen. Hey. So, was ist denn?
Ohne Waffen läuft die Revolution Gefahr zu scheitern. Mit Arsenal 1 können sie günstige Wachtposten errichten, um die Kontrolle der Regierung auszuweiten. Zur Erinnerung, jeder Wachtposten mit einem Generalplan sowie weitere Arsenale, wenn sie über ihre Sicherheit sorgen will. So, na, ist schon ein bisschen gestiegen. Man muss nur die richtigen Zügel aufziehen. Na gut. Ich würde trotzdem mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, weil so viel können wir jetzt hier nicht mehr machen. Wie gesagt, das Lernen und die Demo. Aber könnte Spaß machen. Könnte wirklich Spaß machen. Vor allem, diese Details sind der Hammer. Also da ist... Sims war furchtbar. Oder Sims 3 war furchtbar dagegen. Oder nicht Sims 3, jetzt in SimCity. Schatten wäre nicht schlecht gewesen hier irgendwo. Aber, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht gibt es noch irgendwann eine andere Folge, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also, ciao.